Hallihallo, ihr Lieben. Ja, ich habe heute zwei Orakel. Nee, habe ich noch nicht. Ich werde heute zwei Orakel auf den Tisch werfen. Im ersten habe ich die Station bedient, wenn man das so nennen möchte, wo der Seelenpartner absolut merkt, wenn das Kollektiv in einer brenzligen Situation ist und sofort zur Stelle ist, weil er einfach diese Verbundenheit spürt. Das ist das Level, was tatsächlich nicht mehr ganz so im Kopf hängt, weil diese Seelenverbindung einfach nicht mehr angezweifelt werden muss. Dafür hat es schon viel zu viele. Ich hätte jetzt bald gesagt, Beweise gegeben, Hinweise gegeben, dass das Ganze göttlich geführt ist. Aber es gibt in meinem Kollektiv eben auch noch einen Trupp und das ist fast, glaube ich, ja, es ist auf jeden Fall ein ziemlich großer Teil, die immer noch geprägt sind von Enttäuschungen. Mir geht es gerade so schlecht, er meldet sich nicht, er müsste es doch merken. Ich merke es ja auch, wenn es ihm nicht gut geht. Dann, ja, die Erwartung steht schon dazwischen. Dann, ich würde mir so wünschen, der könnte mehr Zeit mit mir verbringen. Also irgendwie ist alles wichtiger für ihn, nur ich nicht. Ich glaube, ich muss mal klare Grenzen setzen. Ja, mach das ruhig, er wird dir wegrennen. Und so weiter und so fort. Ich möchte jetzt mal gucken, für diesen Trupp, wie so die Tendenz des heutigen Tages ist. Okay, ich lade die Videos ja immer recht spät hoch. Dann sagen wir mal der nächsten 24 Stunden, was ist los in diesem Onkel Otto-Team? Dann gucken wir mal. Ja, für dich ist, ne, dann jetzt echt noch ein bisschen Geduld gefragt, damit du dir noch so ein paar Gedanken machen kannst, mal dein Herzchen fragen kannst, was ist denn da wirklich los, deine Intuition fragen kannst, was ist denn da wirklich los. Denn je mehr du ihn bedrängst und je mehr du das Ding forcieren willst, desto weniger Raum schaffst du für Entwicklung. Und desto mehr engst du ein, sowohl dich selbst als auch ihn. Dabei ist er wirklich ein kleiner Zauberer, der in der Lage ist, die Schwingungen sehr präzise aufzufangen. Und wie gesagt, bist du in einem Mimimi-Modus. Schlecht darfst du ja schon mal gehen. Und Probleme hat, glaube ich, jeder schon mal, aber es kommt auf die Angehensweise an. Lässt du dich dann da in so einen Sog ziehen oder hast den Anspruch, jetzt könnte er aber doch bitte mal da sein? Nee, dann wird er nicht kommen, wenn du gerade überhaupt nicht an ihn denkst. Dann ist er zur Stelle, weil dann gibt sie ihm die Freiheit, ne, sich das selber auszusuchen, ob er da sein möchte oder nicht. Er ist ein Mensch, der sehr kreativ sein kann. Und er ist im Wachstum. Das ist ja schon mal sehr gut. Und die Engel der Diebe stehen ihm auch zur Seite und das Ganze ist göttlich geführt. Wenn du darauf vertraust, wenn du die Geduld nicht verlierst, wenn du dir sagst, was habe ich überhaupt zu verlieren, wo ist das Problem dann? Das ist dann für dich noch die Zeit, wirklich an dir und deinen Ansprüchen zu arbeiten. Du kannst Ansprüche an dich selbst haben, aber niemals an jemand anderen. Da kannst du nur enttäuscht werden. Da ist auch niemand anders für zuständig, dir deine Wünsche zu erfüllen. Es ist schön, jemand an der Seite zu haben, ne, mit dem man sich wohlfühlt und wo man weiß, die Seelen ticken ähnlich, aber deine Wünsche musst du selber erfüllen. Wenn das freiwillig macht, wunderbar. Hier kommt der Tipp des Universums. Karin Hönigskarten, sprich mit mir. Zeig ihm, dass du für ihn da bist, in guten wie in schlechten Zeiten. Zusammenhalt ist wichtig und du wirst auch dafür belohnt werden. Ja, und hängst du gerade in einem Loch und hättest gerne, dass er da ist, dann geh du doch einen Schritt auf ihn zu und frag ihn mal um Rat oder so. Lass ihn sich doch mal männlich fühlen, aber wenn du mit Gejammere in seine Ecke kommen soll, besser noch mit Vorwürfen, kannst vergessen. Also nicht in Seelenpartnerschaften, weil dann hast du noch nicht so viel gelernt, als dass es da wirklich vorwärts gehen dürfte.
Und ich mache jetzt nur mal so einen kurzen Spoiler mit Ruf der Liebe 1 und 2. Was soll ich über ihn erzählen, Spirit? Dankeschön. Ja, wenn es immer wieder Hindernisse gibt, ne? Immer wieder so Dinge, die nicht gut genug sind, dann hindert ihn das an der Stabilität und am Vorwärtskommen. Er würde ja gerne, ne? Eigentlich fühlt er sich ja auch mit dir zu Hause. Aber wenn, ja, erstens hat er selber noch jede Menge Verstrickungen, aus denen er sich lösen muss und möchte. Kommst du aber dann in der gleichen Zeit noch mit Ansprüchen um die Ecke? Ja, wie soll er sich denn dann? Dann ist doch alles nur ein einziges Tohuwabohu. Und wenn dann nur aus dem Ego gehandelt wird, dann kannst du davon ausgehen, dass diese Stabilität ganz schnell im Bach runtergeht, weil dann folgt ein Missverständnis nach dem anderen, obwohl eigentlich beide sich brauchen, wie die Luft zum Atmen. Ja, geht das Ganze rückwärts, weil dann immer wieder Debatten geführt werden und immer der eine meint, er wäre nicht gut genug für den anderen. Es hilft ja nichts. Was wird denn helfen, Spirit? Sei du der Wegweiser. Sei du der Wegweiser, ne, in dieser Seelenpartnerschaft. Ohne dich ist er oft kraftlos und am Boden. Entziehen seine Energie, ja, das ist immer mit sehr viel Fingerspitzengefühl zu handhaben. Bist du echt nicht in deiner Mitte, in deiner Kraft? Heißt es ja nicht, dass du nur Acht auf ihn geben sollst. Er muss aber sehr behutsam vorgehen, um zu gucken, wie stark ist er denn schon. Er hat nur toxische Beziehungen in seinem Leben gehabt. Das fing schon sehr früh in seiner Kindheit an und ging dann weiter durch die Partnerschaften, die er vielleicht gelebt hat. Wenn du mit dem du musst jetzt das und ich hätte jetzt gerne und hier setze ich dir noch eine Grenze oder so, sonst wie was, dann hältst du ihn eigentlich. Nee, du erinnerst ihn dann praktisch an diese alten Verbindungen, machst ihn dadurch nur angriffslustig, aggressiv. Vielleicht versteckt er sich auch vor lauter Angst. Er muss seinen Weg selber gehen. Du darfst da schon mal so ein paar Impulse. Du darfst sowieso machen, was du möchtest. Ich möchte eigentlich nur klar machen, warum manche schon seit ewigen Zeiten auf der Stelle turnen und andere dann doch es schaffen, weiterzugehen mit ihren Seelenpartnern. Es ist echt nicht deine Aufgabe, seinen Weg zu gehen. Es ist aber deine Aufgabe, schon mal, ne, eine Möglichkeit aufzuzeigen, so damit er es schafft, über seine eigenen Grenzen zu gehen und dann schafft er es auch, bei dir zu sein. Und am besten ist es, wenn er bei dir ist, ohne den Ballast der Vergangenheit mit sich zu bringen. Ja, dass diese Verbindung zwischen euch beiden außergewöhnlich ist, weißt du im tiefsten Inneren, aber zweifelst es immer noch an. Und jeder Zweifel wird das Ganze hier zurückwerfen. Und das kann ich nicht oft genug sagen. Und ich habe jetzt heute tatsächlich auch keine Lust mehr, Fransen an den Mund zu reden. Man hat mir heute Morgen meinen Smule-Account gehackt. Und dann habe ich gedacht, oh, das war das Erste, was ich gesehen habe, als ich die Augen aufgemacht habe. Ja, Smule ist jetzt gelöscht. Da findet mich zurzeit niemand mehr. Ich habe auch kein neues Account aufgemacht. Dankeschön dafür, weil es sah so aus, als hätten sie meinen Sparkassen-Account ebenso gehackt. Das hat sich aber dann nachher, nachdem ich weiß nicht, wie viel zig Telefonate führen musste, da war die Angst auch größer als der Verstand, in Wohlgefallen insofern auf. Gelöst als das, nee, mein Bankkonto, da hat jemand anders drauf rumgeturnt, ohne mir Bescheid zu sagen. Das werde ich gleich noch klären.
Aber ja, ne, wenn du dann irgendwo im Kummer und nee, ich war nicht im Kummer, aber ich habe gedacht, das kann jetzt nicht sein, wenn im 5-Minuten-Takt mein Konto geplündert wird. Da hat bestimmt dieser Hacker was mit zu tun. Ja, jetzt ist mein Smule-Account weg. Wäre vielleicht gar nicht nötig gewesen. Und ich habe eine Stunde Lebenszeit verplempert. Wäre ich mal ein bisschen cool und relaxed geblieben und im Glauben, wäre wahrscheinlich mein Smule-Account noch da und ich hätte in Ruhe einen Kaffee trinken können während der Zeit. Ja, das ist alles eine Frage des Mindsets und da arbeite ich eben auch noch dran. Ich wünsche euch was. Lasst es euch gut gehen. Und wie heißt das? Take it easy oder so? Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen.